Heute, Minix Neo N42C-4. Warum heißt das Ding nicht einfach kleiner neuer PC? Die Highlights dieses PCs stehen schon von außen auf der Verpackung. Intels Apollo Lake Prozessor namens N4200. 4 GB RAM, welche mit einem weiteren Riegel erweiterbar sind. 32 Flash-Speicher, welche auch erweiterbar sind. Dazu kommen wir aber später im Video. Dual WLAN AC und Bluetooth 4.1. Windows 10 Pro, 3 Display-Anschlussmöglichkeiten, auch zeitgleich. HDMI nur 1.4, zusätzlich noch über Mini-Display-Port und über USB-C. Also 4K-Wiedergabe, Intel Inside, Windows und viel Netzwerk. Gut, auspacken. PC, selber später mehr. Papier, das keiner liest. HDMI-Kabel. VESA-Mount, um den PC direkt am Monitor oder TV anzuschrauben. Ein Netzteil, das überall auf der Welt funktioniert. Ausgangsspannung 12 Volt und 3 Ampere. Und dann noch diese Schrauben- und Ersatzteiltüte, in der sich ein kleiner Adapter befindet. Weil der 3,5 mm Kopfhörerausgang kann auch Optical Audio sein. Also jetzt zur Box selber. Minix typisch der Schriftzug im Deckel und die ganze Box matt. Die Front clean, nur eine kleine LED. An der Seite die Lüftung, Kensington Lock und ein Reset-Knopf. Die Rückseite, Strom, Gigabit LAN, Mini-Display, HDMI, USB-C und die Multi 3,5 mm Buchse. An der anderen Seite dreimal USB 3 und der Power-Button. Ansonsten, die Box ist aus Kunststoff. Gegenüber der Vorgängerversion ist die neue Box doch ganz schön gewachsen. Und die SMA-Buchse für WLAN ist entfallen. Die Antennen sitzen nun intern. Trotz Plug and Play, der Erststart braucht Zeit. Viel Zeit. Ganz viel Zeit. Irgendwann hat es Windows dann geschafft und fordert den Nutzer zur Aktion auf. Was dann aber auch wieder in Warten endet. Es ist nicht die schlechte Leistung des N42C-4, sondern der Windows-Installationsprozess, der jetzt erstmal Updates lädt. Eine halbe Stunde nach dem ersten Anschalten dann der Windows-Screen. 32 GB sind verbaut. Neben Recovery-Partition und der Windows-Installation stehen dann davon am Ende nur noch 16 zur Verfügung, welche nach ein paar Windows-Updates auch weg sein sollten. Also, Zeit zum Aufrüsten. Da stand doch was von erweiterbar. Ich habe gleich eine 256 GB SanDisk mitgekauft. Die Installation ist kinderleicht. Die Gummifüße sind nur aufgeklebt und müssen ab. Dann mit einem Kreuzschlitz die 4 Schrauben raus und das Innenleben kommt zum Vorschein. Da ist der M2-Slot für die Festplatte und auch der verbaute 4 GB RAM-Riegel sowie der freie Slot, um weitere RAM einzubauen. Da mir jedoch die 4 GB ausreichen, baue ich nur den weiteren Speicher ein. An dieser Stelle sei gesagt, vorsichtig sein. Elektrostatische Aufladung kann die Box zerstören. Mit dem Öffnen LSD-Garantie. Jeder macht das auf eigene Verantwortung. Also den Speicher ausgepackt. In den Slot geschoben und mit der Schraube gesichert. Prüfen, ob alles richtig sitzt. Und dann wieder zuschrauben.
Wer die Füße vorsichtig abgemacht hat und den Kleber nicht beschädigt hat, kann diese wieder verwenden. Sonst sind aber noch Ersatzfüße dabei. Nach dem Start muss man in die Datenträgerverwaltung oder hier Englisch Disk Management. Dort erscheint der Speicher auch schon, steht dem System aber noch nicht zur Verfügung, da man ihn erst partitionieren und einrichten muss. Man kann es klassisch als eigenes Laufwerk einrichten oder als Unterordner des bestehenden Laufwerks Cs, was auch sehr cool sein kann. Ich entscheide mich jedoch als Laufwerk, da ich eine klare Trennung will und Windows das vollständige Laufwerk C überlassen möchte. Natürlich NTFS. Nun ist mein System richtig schön groß für eigene Installationen und Zwischenspeichern von Dateien. Cool ist, dass ein Windows 10 Pro installiert ist. Das hat einiges mehr an Features als die Home Edition, gerade was Netzwerkfreigaben angeht. Unter Windows kann ich nun auch noch die passenden Einstellungen machen, um auch alles Zukünftige auf die große Speicherfestplatte zu legen. Wo wir gerade in den Einstellungen sind. Das Windows kommt recht clean und mit wenig vorinstalliertem Kram. Einen angeblich im System vorinstallierten Trojaner, wie ich aus einem Review gelesen habe, konnte ich nicht finden. Wen wundert, dass die Installation Englisch ist, der kann das leicht beheben. Einfach in die Spracheinstellungen die deutsche Sprachdatei laden. Genauso die Sprachausgabe. Und sobald das erfolgt ist, ausloggen. Nicht mal neu starten, nur ausloggen. Und wieder einloggen und tata, Windows ist in Deutsch. Zusammenfassend muss ich sagen, dass die Neo N42C-4 genial ist. Die CPU schafft locker alle Alltagsarbeiten und Aufgaben. Egal ob Office, Surfen oder Videoschauen. Damit qualifiziert sie sich als voller Desktop-PC für jedermann. Und zukunftssicher ist man auch mit den Erweiterungsmöglichkeiten und dem USB 3 und USB-C, aber auch als Syn-Client-Terminal, Media Center, Digital Synage-Lösung, alles ist machbar. Bei mir kommt sie als Media Center und Media Server zum Einsatz, sei es zum Streamen von Netflix und Co. an den Haupt-TV oder auch als Media Server mit noch einer externen Festplatte als Datenspeicher für die anderen Geräte im Haushalt. Und wenn ich nochmal schnell was machen muss, dann geht das perfekt, auch am großen Bildschirm.